Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Biber und heute gibt es einen weiteren Blaster, beziehungsweise hier so ein Doppelset. Ich habe mal nämlich so zwischen die Couchkissen gegriffen und da war noch so ein kleiner Karton mit noch zwei kleinen Blastern. Und das nennt sich dann hier tatsächlich das Elite 2.0 Showdown Set. Also dieses Video ist dann offensichtlich nicht groß genug für diese beiden Blaster. Also die werden sich nochmal um 12 Uhr Mittag ordentlich duellieren können. Ah ne, halt, ja, das sind tatsächlich Duo-Blaster. Das steht hier nochmal mit drauf, also Nerf Duo. Heißt der einzelne Blaster. Also wenn die zusammengehören, ist es wahrscheinlich hier Terence Hill und Bud Spencer. Ich hatte nur einen Witz für dieses Video vorbereitet und das war ja, also freut euch drauf. Ich wünschte, wir wären immer noch in diesem richtig großen Hype für 3D-Filme, 3D-Videos, weil dann könnte ich jedes Mal das Unboxing so machen, so, Achtung, wow! Blaster ist weg. Ach ja. Noch so, das war das goldene Zeitalter für 3D-Filme, wo die dann nicht einfach nur, dass es so ein extra Gimmick war, sondern dass so der ganze Film so, ich halte jetzt die Sache so ins Bild, richtig plötzlich. Das war's doch, das hat Spaß gemacht. Jawohl, und dann haben wir hier diese beiden Duo-Blaster und die liegen tatsächlich sehr gut in der Hand, muss ich dazu sagen. Es gibt ja jede Menge Varianten von der Jolt und dann gab es auch noch eine Triad. Und das war praktisch eine Jolt, aber du konntest drei Pfeile mit reintun. Und jetzt haben wir erstmal so ein Zwischending. Die Duo, also nicht nur, dass du zwei Blaster hast, das ist das Duo, sondern du kannst zwei Pfeile reinmachen. Also ja, so ein bisschen der Zwischenschritt zwischen der Jolt und der Triad. Und in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir vom Handling her sehr gut. Also der ist ein bisschen voluminöser, dabei aber auch sehr viel leeres Plastik, muss man dazu sagen. Also es ist mehr so, dass sie einen Blaster haben und der ist halt orange. Und darum haben sie nochmal dieses blaue Plastik drumherum gelegt, einfach nur damit man einen ordentlichen Griff hat, dass sich das besser anfasst. Und das funktioniert, muss ich dazu sagen. Nicht nur sieht das dann erstmal gut aus, und das können wir hier auch schön nochmal mit ansehen, also Logos und mit diesem schönen Muster noch auf dem Plastik, das gefällt mir sehr gut und wie gesagt, es fässt sich sehr gut an. Das ist von der Form her einfach für mich, für mein Empfinden, sehr gut gemacht. Abzug ist vielleicht ein bisschen dünn dafür, also da kriegt man genau das Problem mit, was sie mit dem Rest des Blasters umgangen haben, nämlich dass der hier ein bisschen dünn ist und dann, wenn man das die ganze Zeit benutzt, dann schneidet das so ein bisschen in den Finger mit rein. Also ständig möchte ich den Blaster nicht abschießen, aber dafür ist er ja auch nicht gemacht. Hier wieder 3D-Verhalten. Wir haben hier unten auch nur so einen kleinen Ring. Einmal dran ziehen, feuern, Blaster leer. Ist praktisch also wie eine Jolt zu dieser, oh, du hast doch einen letzten Schuss. Aber in dem Fall, wenn du den letzten Schuss abgeschossen hast und der Gegner dann so, ha, das war dein letzter Schuss, kommt aus der Deckung und dann hast du den richtig letzten Schuss und dann gibst du ihm den letzten Schuss und dann ist vorbei. Und dann kommt der Nächste um die Ecke und denkt, haha, das war sein letzter Blaster mit dem letzten Schuss und dann hast du den zweiten Blaster. Auf die Gefahren, dass ich jetzt zu amerikanisch klinge. Man kann niemals genug Blaster haben. Das meinte ich. Und hier ist auch nochmal schön, man kann nicht nur diesen Blaster verstecken, die gute Duo, sondern man hat ja auch nochmal oben den Pfeil. Wenn man den reinsteckt, der verschwindet praktisch, man sieht den gar nicht. Der untere guckt noch ein bisschen raus, aber hier oben nicht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen aufgeregt hat bei anderen Blastern. Jedes Mal, wenn diese Kammern zu kurz sind, kann man den ordentlich reinstecken? Wenn die Kammer zu kurz ist, kann man das nicht machen. Also dann steckt man die irgendwie so bis zur Hälfte rein und ab da verbiegt man die jedes Mal beim Reindrücken. Hat man in dem Fall jetzt nicht. Ich muss ein paar Sachen finden, über die ich reden kann, weil sonst ist das Video 2 Minuten lang. Sorry dafür. Aber ich finde sowas immer recht wichtig, dass man nicht die Pfeile mal kaputt macht und dass sie dann total wabbelig und kaputt sind, wenn man die abschießt. Ist immer ziemlich nervig. In dem Fall hier nicht das Problem. Und man hat sogar noch mal hier einmal ein Korn. Einfach nur, damit man ungefähr in die richtige Richtung zeigen kann beim Zielen und man nicht irgendwie so den hier macht. Wäre ein bisschen blöd. Und beim Treffen ist übrigens auch vom Vorteil, dass man hier die beiden Läufe übereinander hat. Das heißt, wenn man den zweiten irgendwie abschießen möchte, muss man nur ein bisschen mehr anwinkeln und dann trifft man schon wieder. Wenn man das hier hat zum Beispiel, wenn die Kammern nebeneinander sind, dann steht der Gegner vor euch und ihr könnt hier irgendwie rechts und links dran vorbeischießen. Wäre ja ein bisschen blöd, wollen wir nicht haben. In echt ist es natürlich eher ein Glücksspiel, ob man den Gegner trifft mit Akku-Strike-Pfeilen oder Präzisions-Profi-Darts da irgendwie. Die funktionieren besser. Mit Waffelkopf-Darts kann man öfter mal was treffen. Aber allgemein mit den normalen Pfeilen ist es mehr so, Gegner ist nah dran, du hast noch irgendwie einen Blaster übrig. Hoffen wir mal, dass du triffst. Nicht getroffen, na? Ich habe noch einen zweiten Schuss. Dafür sind die Blaster halt hauptsächlich gemacht, dass du sie so ein bisschen in Reserve hast. Und ich meine, was diesen Blaster wirklich sehr, sehr viel effektiver macht als eine ganz normale Jolt, ist, dass man zwei Pfeile hier drin hat.
Weil normalerweise das Nachladen ist ja immer so, du schießt einen ab und dann musst du extra noch einen Pfeil rausholen, reinstecken, dann wieder dran ziehen. Das ist zwar cool, wenn du einen Pfeil drin vorbereitet hast und dann schießt du den einen ab, aber danach ist der Blaster so ein bisschen nutzlos. Du hast dann meistens nicht wirklich die Zeit, noch einen Schuss abzugeben. Und wie schon eben gesagt, es ist hauptsächlich ein Glücksspiel, ob man trifft, wenn man nicht gerade aus nächster Nähe feuert. Deshalb ist es wirklich gut, dass man den irgendwie vorbereitet haben kann. Schießen, noch einschießen. Es macht schon eine Menge aus. So, dann erstmal schön geradeaus mit den mitgelieferten Pfeilen. Und zwar viermal, weil wir haben ja den Doppel-Duo-Blaster, also 2x2. So, und dann nochmal schnell nachladen, und zwar mit den weißen Pfeilen und die dann angewinkelt. Habe ich extra hier so. Das ist ja ideal für solche kleinen Blaster. Schade nur, dass man da nicht mehr als drei reinstecken kann. Das ist ein bisschen. Auf der anderen Seite auch nochmal so eine Schlaufe, wäre richtig geil gewesen. Naja. Und angewinkelt. So. 7,60 Meter, 8,20 Meter und 8,50 Meter. Und jetzt der. Aber mit Abstand der weiteste gerade ausgeschossene bei 12,15 Meter. Hier sehe ich jetzt auch erstmal zwei weiße Pfeile. Falls wir jetzt einen überlaufen haben, müssen wir nochmal zurückgehen. Aber die zwei liegen auf genau einer Höhe hier bei 20,60 Meter. Hier ist noch einer bei 23,30 Meter. Oh, der andere tatsächlich hier drüben. Auch fast so weit, aber nur bei 22,50 Meter. Wie das so typisch ist bei solchen Blastern, wo man irgendwie zwei Rohre hat, einer von denen aus irgendeinem Grund schießt immer ein bisschen weiter, so irgendwie einen Meter. Aber in dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass beide Pfeile irgendwie über 20 Meter geflogen sind. Also insgesamt alle vier über die 20 Meter Marke, schöne Elite-Reichweite, so wie sich das gehört. Hat man ja bei den meisten Jolt- und Stinger-Blastern, die so einen ähnlichen Verschnitt haben, diese Einschuss-Panik-Blaster, die haben meistens eher so eine Reichweite von 15 bis vielleicht mal 20 Meter mit Rückenwind und vom Berg runter. Und es ist ja auch eher dafür gedacht, so aus nächster Entfernung mal raufzufeuern, wenn man nichts anderes hat. In dem Fall aber hat man durchaus nicht nur zwei Rohre und damit doppelt so viel Munition, doppelte Feuerkraft, sondern immer auch noch mal ein bisschen bessere Reichweite. Wenn man sich also zum Beispiel nicht wirklich ein Holster leisten kann für eine Disruptor, dann kann man sich auf jeden Fall auch so einen Blaster hier holen, weil er ein bisschen mehr Feuerkraft hat. Das geht dann als Zweitblaster-Ersatz durchaus auch durch. Also das ist schon eine sehr große Verbesserung gegenüber dem Blaster hier. Es sei denn vielleicht vom Formfaktor, aber wie ihr vielleicht schon sehen könnt, beides passt irgendwie in eine Hosentasche rein, wenn man nicht gerade so eine Skinny Jeans hat. Der Blaster ist nicht so viel größer als der hier, aber man hat so viel mehr Funktion mitgeliefert. Ich finde, das macht sich durchaus dann noch bewährt, vielleicht zu sowas hier zu greifen. Beziehungsweise, falls man sie noch irgendwie gut und günstig kaufen kann, eine Triad. Einfach nur, weil es noch ein extra Pfeil mit drin ist und das macht auch nochmal schön Sinn. Der ist aber dann doch ein bisschen fett oben. Naja, das habe ich auch mal ein Video gemacht, ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch im Angebot ist, aber der hier auf jeden Fall, den kann man sich sogar noch im Zweier-Set kaufen. Und dafür ist es ein idealer kleiner so Geschenkblaster oder mal, keine Ahnung. Wenn man nicht so viel Geld hat, kann man auf jeden Fall hier zugreifen, der scheint sich ordentlich bewährt zu machen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag beim weiteren Video. Bis dahin, macht's weg, beißt euch durch, euer Match Bieber. Ciao.